Herzlich willkommen zu unserer Diskussion. Unser Thema: Komponisten und ihre Gedenkjahre vom Wahnsinn massentauglicher Jubiläumskampagnen. Mein Name ist Ursula Nusser. Was war nicht alles geplant für dieses Beethoven-Jahr 2020? In Bonn hatte sich eine eigene Beethoven-Jubiläums-GmbH gegründet, um die Massen für Beethoven zu mobilisieren. 1000 inspirierende Kulturereignisse waren angekündigt. Zum Beispiel eine Musikfrachterfahrt von Bonn nach Wien, 6 Wochen lang. Alles abgesagt, ins nächste Jahr verschoben, wie vieles andere auch, sodass wir es jetzt sogar mit 2 Beethoven-Jahren zu tun haben. Wer braucht eigentlich solche Jubiläumsjahre? Was bringen sie? Wer profitiert davon? Ich begrüße zu unserem Gespräch den Geiger, Dirigenten und Musikforscher Reinhard Göbel, den Musikwissenschaftler und Musikvermittler Werner Klüppelholz und die Pianistin und Musikpädagogin Ragnar Schirmer. Frau Schirmer, braucht Beethoven eigentlich ein massentaugliches Jubiläum? Ich glaube nicht, weil Beethoven ist bekannt, Beethoven ist in aller Munde und natürlich Gott sei Dank auch in aller Ohren. Bei einem Jubiläum geht es ja darum, nochmal den Fokus zu setzen. Das ist ganz schön, aber es kann gerade bei Komponisten wie Beethoven, die sowieso sehr bekannt sind, vielleicht sogar ins Gegenteil umschlagen, dass man, ich kann das aus meiner Erfahrung erzählen, dann auch als Künstler gesagt bekommt, aber 2020 bitte kein Beethoven. Also, dass es dann einfach ein zu viel ist, ja, und Beethoven hat seinen Stand in der klassischen Musik, der braucht keine extra Aufmerksamkeit eines solchen riesenhaften Jubiläums, das natürlich ein so runder Geburtstag gebührend gefeiert wird, das ist was Schönes, aber man muss dann immer die Frage des Maßes stellen. Ja, aber Herr Göbel, wenn Beethoven dieses Jubiläum nicht braucht, wer braucht es denn dann? Doch, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass auch Beethoven das braucht. Also wir urteilen gerne vom, wir verstehen uns sehr gut, du weißt, dass ich das nicht persönlich meine, aber wir urteilen sehr gerne vom hohen Ross herunter. Weil ich Beethoven kenne, müssen andere Leute den auch kennen. Also ist jetzt nur die Frage, oder also das erstmal vorweg. Für mich würde sich die Frage stellen, beziehungsweise ich habe sie stellt sich mir bei jedem Jubiläum, ob nun bei Friedrich dem Großen oder bei Beethoven oder bei Johann Sebastian Bach oder bei Luther, für den haben wir ja eine ganze Dekade gefeiert und trotzdem ist er uns völlig fremd geblieben da hinten bei. Für wen brauchen wir das? Und ich könnte mir vorstellen, dass Beethoven, also wir sprachen ja vorhin auch schon über die soziale Verantwortung, dass man ihn in bestimmten Schichten durchaus auch mal wieder propagieren könnte. Wir sind damit gesättigt, wir kennen da jeden Ton, noch nicht mal ich kenne jeden Ton, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt, dafür kenne ich andere Jubilare aus der letzten Zeit. Und ich fand das immer, also selbst für mich fand ich das sehr anregend. Letztes Jahr hatten wir ja eigentlich das Leopold-Mozart-Gedenkjahr. Das wurde auch gerne vergessen. Ja, aber das ist nichts Massentaugliches. Zumindest hat es mir die Möglichkeit gegeben, sämtliche Leopold-Mozart-Biografien zu lesen. Ja, so die Musiker brauchen es offenbar, genau. Ja, jetzt haben wir es. Ja. Ja. Aber lassen wir, wenn das schön untermauert wäre, also wenn wir alle an einem Strick ziehen würden. Ich erinnere mich nämlich an ein Bach-Jubiläum 1985 in Boston. Und wissen Sie, was man dort gemacht hat? Da hat man von Bachwerkeverzeichnis 1 bis 1087. Man hat alles gesendet, was es gab. Und natürlich ist also ein vermeintlich massentauglicher Beethoven, der bezieht sich ja sowieso nur auf 5 Klavierkonzerte und ein Violinkonzert und 9 Sinfonien. Alles das andere wird uns ja in einer gewissen Weise verheimlicht. Aber wenn man das so aufziehen würde, wir können mehr
mehrfach im Jahr bei verschiedenen Sendern können wir das Gesamtwerk hören, dann finde ich, hat das durchaus seine Berechtigung. Und für die Wissenschaft ist das ja auch so, dass die Wissenschaft und Populärwissenschaft, dass wir dann auch ein paar Beethoven-Biografien bekommen. Genau. Wir haben sie nun auch schon ein paar Jahre vorher gehabt, aber ich finde, dass man diesen Mann schon gebührend feiern sollte. Dann fragen wir mal Herrn Klüngel-Holz. Wer profitiert denn von so einem Jubiläumsjahr? Ich darf vielleicht zunächst zwischen beiden Positionen vermitteln, zwischen der Pro-Position und der Kontra-Position. Ach, na, sie war nicht Kontra. War nicht wirklich. Ja. Also zum einen brauchen wir dieses Beethoven-Jahr überhaupt nicht, wenn die üblichen Hits, die ja sonst nie gespielt werden, rauf und runter genudelt werden. Aber je mehr die Welt auseinanderfällt, desto öfter ertönt, alle Menschen werden Brüder. Von dem vorletzten Beethoven-Jahr 1927 empfahl Ferruccio Busoni, auf ihn doch mal eine Zeit lang zu verzichten, um die einschlägigen Hörnerven zu regenerieren. Kabel hat das 1970 wiederholt, ohne Quellenangabe. Zum anderen halte ich dieses Beethoven-Jahr 2020 für durchaus notwendig, um feststellen zu können, auf welchem Tiefstand dieses Musikleben angekommen ist. Oh. Ja. Warum? Naja, beginnen wir mit der Vermarktung. Da wird in Bonn eine GmbH gegründet, ja, mit 30 Millionen, die eben eine Vermarktung betreibt wie ein Sportereignis, wie eine Fußballweltmeisterschaft, und damit Beethoven automatisch in den Strudel von Pop hinabzieht. Also der Vorname müsste eigentlich geändert werden, nicht Ludwig F.A.N., sondern F.U.N., Ludwig Spaß. Dann gibt es direkte Konfrontation mit der Popmusik, Beethoven meets Kraftwerk, Beethoven Remix, und der gegenwärtige Leiter des Bonner Beethovenhauses antwortet auf die Frage, wer denn das heutige Äquivalent von Beethoven sei: David Bowie. Großer Blödsinn. Oder das neu eingerichtete Beethovenhaus, zum Jubiläumsjahr neu eingerichtet, enthält die Abteilung Work-Life-Balance. Wie soll man sich das vorstellen? Beethoven beim Joggen durch den Wiener Wald? Eines der Leitthemen ist ja auch Beethoven, der Naturfreund. Ja, und, ja, die, Pastorale, und die Pastorale und der Umweltschutz. Genau, passt doch in unsere Zeit. Jedes Beethoven-Jubiläum ist ein Spiegel der jeweiligen Zeit. Insofern, ja, da haben Sie völlig insofern kann es ja gar kein anderes Beethoven-Jahr geben, oder? Eben. Nein. Also müssen wir uns eigentlich nicht aufregen, sondern wir konstatieren es einfach. Aber in meinen Augen ist es ein Spiegel des Tiefstands dieses Musiklebens, dass also, wo eben die Tonkunst, aus der Tonkunst Popmusik wird, was sie einfach nicht ist. Popularisierung, breitere Massen erreichen, allemal, d'accord, sicher. Aber nicht eben so die Werke und die Musik insgesamt antasten. Ja, dieses Pop hat ja schon der Spiegel, der hat ja schon letztes Jahr einen Beethoven-Titel und hat geschrieben, ein Popstar wird 250. Beethoven, warum alle Welt ihn heute vergöttert. Noch nie war der Komponist Ludwig van Beethoven so populär, naja, wie heute. Und Frau Nusser, wissen Sie was? Ich habe früher, Geo, Schöner Wohnen, noch so ein Fressmagazin bezogen. Und nach 3 Jahren kam ich darauf, dass das immer wieder das Gleiche war. Also nach Schöner Wohnen brauchte ich 20 Jahre, um das festzustellen. Das sind keine Fachleute am Werk. Es gibt ein Magazin in Berlin, das sich zufälligerweise, ich habe dann immer gedacht, das heißt Fun, wissen Sie, kennen Sie das? Das gibt es nur für ausgewählte Kreise auf dem Internet. Da hat jemand geschrieben, das war mein vorletzter Krach mit denen, da schrieb jemand, Kanon und Gigue sei die berühmteste Quintenfolge der Musik. Und dann habe ich geschrieben, sagen Sie mal,
Bei mir ist das keine Quintenfolge, das sind bei mir Quarten. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ba, 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 bi, bam, sind Quarten runter, Quarte runter, eins rauf. Also ist ein italienisches Partimento. Daraufhin habe ich aber nie eine Antwort bekommen. Aber das sind die Leute, die solche Sachen schreiben. Also in solchen Magazinen. Was hatten Sie da für Titel? Ich wollte mal wissen, Frau, wie sehen Sie das? Beethoven als Popstar. Naja, wir müssen natürlich dann mal kurz die Frage stellen, was ist Anfang des 20. Jahrhunderts passiert, in dem die Musik geteilt wurde, in die sogenannte E- und in die sogenannte U-Musik. Und da ist natürlich was ganz Essentielles vergessen worden. Da ist der sogenannten ernsten Musik der unterhaltende Faktor abgesprochen worden und der sogenannten unterhaltenden Musik ist die Ernsthaftigkeit damit entzogen worden. Und wir sind jetzt in dem... Wir sind jetzt irgendwie in einer Zeit und deswegen würde ich das mit dem Tiefpunkt nicht unterstreichen, sondern eher sagen, wir sind in dem verzweifelten Bemühen, diesen Fehler wieder aufzuheben, machen es aber mit Crossover und Crossover heißt ja eigentlich eine Brücke über zwei Ufer, die immer noch mit einem Graben unterbrochen sind und wir müssen das wieder aufheben, denke ich, denn wenn man sich die eben zitierten Klavierkonzerte von Beethoven anschaut, dann würde ich als Interpretin behaupten, bei dem vierten geht er ganz, ganz weit künstlerisch innovativ seiner Zeit voraus und bei dem fünften, sorry, aber das war damals wahrscheinlich richtig Popmusik und das ist auch gar nichts, was ihm seine Ernsthaftigkeit abspricht, sondern das sind Ohrwürmer. Und das ist ja auch nichts Neues, das gab es bei Händel schon, dass Musik auch Gebrauchsmusik war und dass natürlich auch Komponisten davon lebten, dass sie bekannt waren, dass man die Melodien eben auf der Straße pfiff. Wir heben die Klassik aus ihrer Zeit raus, wenn wir heute so darüber reden, als wäre das so ein Guckkästchen in eine Vergangenheit. Genau. Aber das war damals gelebtes Leben. Ja, da wurde auch teilweise zum Essen aufgespielt und zum Tanze und so weiter. Natürlich ist ein Menuett von Beethoven nicht beim Ball zum Tanzen gemeint gewesen. Aber Beethoven hat mit Sicherheit auch nichts dagegen gehabt, wenn sich ein paar Werke etwas öfter verkauften und er somit einen besseren Salär hatte. Also wir dürfen das nicht rausheben aus den Notwendigkeiten, denen auch ein lebender Mensch Beethoven unterzogen war. Ja, wir haben jetzt über Musik von Beethoven gesprochen. Ja, bitte. Ja, richtig. Nur, seit dem 19. Jahrhundert ist eben Musik mit Bedeutung aufgeladen worden. Zunächst nicht von Beethoven selbst, auch nicht von Schubert und Schumann, aber von bei den Komponisten, zuerst von Wagner. Bei Beethoven haben es andere gemacht. Aber das ist eine Bedeutung, von der dieses Musikleben bislang wirklich gezehrt hat, die sozusagen die Basis dieses Musiklebens war und die nun völlig verschwunden ist. Nehmen wir Beethoven. Die Individualität und Einzigkeit der Werke, spätestens seit Opus 55, Eroica, und dass er zum ersten Mal in der Musikgeschichte doch den Begriff der Autonomie realisiert hat. Dass eben Musik nicht mehr funktional sakrale oder aristokratische oder Unterhaltungszwecke versehen soll. Das ist wirklich eine große Neuheit an Beethoven. Und zur gleichen Zeit ist eben in der Philosophie die Idee einer Autonomie des Individuums entstanden bei Kant und Hegel. Und genau das ist Beethoven, ist nachweislich in Beethoven komponiert. Und wenn schon eine Aktualisierung heute erfolgen soll, dann vielleicht in diesem Punkt, und der es dringend notwendig hat. Wo sehen wir heute Autonomie in dieser Menschheit von Werbebeeinflussten und Followern?
Ich halte das für dringend notwendig. Ich könnte mir einen Soziologen wie Richard Sennett, der viel über Entfremdung gearbeitet hat, als Festredner im Konzertsaal vorstellen, der diese Zusammenhänge darstellt. Also das wäre in meinen Augen eine Aktualisierung, die die Mühe lohnte. Autonomie als Leitthema, wäre das was gewesen? Wäre gewesen für wen? Für Beethoven in diesem Jahr. Weil ich meine, wir haben Bonner Weltbürger, wir haben Humanist, Anhänger der Werte der französischen Revolution. Aber mir graus dabei, bei all diesen, bei diesen Schlagworten. Ja. Das sind so, man kann, glaube ich, Bonner Weltbürger, das wird wahrscheinlich auch in Einzelworten geschrieben, sodass man Bonn, Welt und Bürger dann irgendwie zu, und so weiter, wie man das ja heute so macht. Das sind Werbetechniken. Die werden uns in 50 Jahren genauso anwidern wie Werbetechniken der Nazi-Zeit. Deshalb, also ich stimme mit Ihnen überein, dass dieses Jubiläum einen Punkt zeigt. Ich würde jetzt nicht unbedingt von Tiefpunkt selber reden. Und dann, man kann dann auch noch easy unter untertoppen. Hey, bestimmt. Ja, das könnte noch schlimmer sein. Aber mich persönlich stoßen diese Spiegeltitel, die stoßen mich sowas von ab. Oder auch die Grafik. Was hat man gemacht? Man hat Beethoven auf Hebräisch geschrieben. Man hat sämtliche Vokale daraus gelassen. Also, wissen Sie, aber das, so sind wir Deutschen halt. Können Sie sich daran erinnern, wir sprachen schon darüber, wie der Ausstellungstitel für 200 oder 300 Jahre Friedrich der Große war? Das war Friederisiko. Das ist natürlich Berliner Geschwätz. Also Friederisiko, da sollte vielleicht auch mit angedeutet werden, dass er ein bisschen randgruppig ist und so weiter, dass man aus dem Fritz auch eine Friederike machen kann und dann auch das Risiko. Also so feiern wir unsere Jubiläen und dann mit dem, zitieren Sie es bitte nochmal, ich kann es gar nicht behalten, aber es ist so schön, wenn mir dann so ein Schauder über den Rücken läuft. Dann lasse ich es jetzt. Absolutes Geschwätz müssen wir damit aufhalten. Ja, aber ich glaube, womit wir uns wirklich aufhalten müssen, ist, dass dieser Beethoven wie kein anderer instrumentalisiert wurde. Bereits im 19. Jahrhundert und bis heute ja auch wieder. Nein, Johann Sebastian wurde genauso instrumentalisiert. Also das würde ich jetzt mal streichen. Herr Glüppelholz, ich meine, irgendwas muss doch an diesem Beethoven dran sein, dass man ihn instrumentalisieren konnte. Bei Mozart funktioniert das in gleicher Weise nicht. Nein, und ich würde auch sagen, bei Bach. Das liegt zum einen natürlich an seinen Äußerungen. Ne? Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederdrücken soll es mich nicht. Der zweite Satzteil wurde immer weggelassen. Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Das ist so ein Beispiel. Ne? Damit? Womit? Ja, zum Beispiel einen Ersten Weltkrieg beginnen mit Beethoven. Den Säbel in der Rechten, Beethoven im Herzen, war die Devise. Ne? Und der obersten Heeresleitung galt Beethoven als natürlichste Hilfstruppe. Also er hat eine, was die Musik natürlich auch viel mehr nahelegt als Mozart oder Bach. Ne? Also mit Bach ist kein Krieg zu gewinnen. Mit Beethoven vielleicht. Ne? Pum, bum, pum, pum, bum. Ja. Pum, bum, 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 bum. Ja, oder nur ein kleinerer Krieg. Ja. Nein. Oder nehmen wir den Flak-Soldaten an der englischen Kanalküste im Zweiten Weltkrieg, hörte gerade im Radio das Violinkonzert. Also da kam es mir vor, als müssten wir unser Vaterland Beethovens gegen diese üblen Briten verteidigen. Also er wurde in die nationalistischen und chauvinistischen und militärischen Zwecke seit Gründung des Deutschen Reiches, Assad 71, eingespannt wie wirklich kein anderer Komponist. Dabei war er nur 14 Tage in Berlin und hat sonst sein ganzes Leben in Wien verbracht. Und Bonn war nun auch nicht für begnadetes Preußentum oder für Anhänglichkeit an die Preußen berühmt. Aber trotzdem bietet er diese Projektionsfläche. Ne? Natürlich. Die dann auf eine ganz merkwürdige Weise 2020 wieder auftaucht.
Was wird denn gefeiert? Keiner fragt doch, warum ist diese Musik so genial, oder kaum einer. Gefeiert wird doch die Prominenz des Namens. Da werden alle Beethovenstraßen in Deutschland zusammengezählt, 1451 oder was, und alle Briefmarken international, 420, ich glaube, diese Zahl stimmt. Und die Kulturstaatsministerin spricht von der Weltmarke. Wie VW und Siemens, Beethoven made in Germany. Diese globale Prominenz wird vor allem gefeiert in 2020. Hat alles mit der Musik erstmal gar nichts zu tun. Ich meine, es ist ja sowieso so, dass bei diesen Jubiläen die Musik eigentlich nicht im Vordergrund steht, sondern mehr die Person. Also gerade wenn wir an Mozart denken, wer könnte jetzt, wenn man so in der Stadt rumginge, in den Beginn einer Mozart-Sinfonie zum Beispiel singen? Ja, Sie natürlich schon. Aber bei Beethoven kennt man natürlich Ta-Ta-Ta-Ta, man kennt die Ode an die Freude, vielleicht noch für Elise. Aber vermarktet wird der Beethoven natürlich auch mehr über seine Person, oder Frau Schirmer? Ja, ich höre hier gebannt zu und versuche mal, wahrscheinlich ist das sehr weiblich, mich reinzuversetzen in einen Menschen, der natürlich das nicht wissend, aber irgendwie 250 Jahre später von uns durchgekaut und interpretiert und reduziert und dann wieder erweitert und durchdekliniert wird. Ich versuche das immer emotional zu sehen. Also ich versuche den Menschen, den Komponisten, den Geist Beethovens immer in seiner Komplexität zu beleuchten und mir auch selber immer wieder zu sagen, dass man natürlich nur Ahnungen und nur kleine Ausschnitte wird begreifen können in unserem Denken. Und jede Instrumentalisierung und jede Reduktion ist natürlich auch eine absolute Hybris. Ja? Also wir feiern einen Geburtstag eines Menschen, dessen Werk so relevant ist, dass wir das feiern. Und das ist doch erstmal das, wo man den großen Respekt in den Mittelpunkt stellen sollte. Ich habe gestern Abend beim Abendessen mit großem Erschrecken gehört, dass jetzt auch irgendwie Luther-Statuen abgebaut werden sollen, weil jetzt in der ganzen Rassismus-Diskussion irgendwie Luther auf seinen Rassismus reduziert wird. Aber Beethoven muss man, glaube ich, vor diesem Hintergrund diskutieren. Nee, aber wie Reinhard gerade sagte... Ja. Hat sich antisemitisch über seine jüdischen Verleger Schlesinger geäußert. Ja. Oje, here comes trouble. Und da ist nämlich, da ist nämlich dann, da haben wir dann den ganzen Horizont und wir sehen dann irgendwie einen winzigen Ausschnitt davon und fokussieren uns darauf. Und das ist, glaube ich, ein Problem unserer Zeit, dass wir diesen weiten Blick nicht behalten und sagen, okay, ich habe bestimmt auch mal irgendwann irgendeine Äußerung gemacht, die aus dem Zusammenhang gerissen und vielleicht jetzt auch irgendwie 10 Jahre später mich erschrecken würde, ja. Aber werde ich dann darauf reduziert, bildet das doch nicht das ab, wofür man lebt, wofür man steht, worüber man nachdenkt. Also ich finde, dass Dr. Köppelholz insofern recht hat, aber ich glaube, denke auch, dass man das auf frühere Jubiläen irgendwie übertragen sollte. Es zeigt etwas über unseren Musikstand. So wie die Bilder oder die Veröffentlichungen zu vor 100 Jahren und zwischenzeitlich und so weiter. Immer was über die Zeit selbst sagen. Also wie ordnen wir diesen Komponisten, wie okkupieren wir ihn? Und das ist selbstverständlich. Also wie ordnen wir ihn in unsere Gesamtdiskussionen, Beethoven als Öko, Beethoven in Genderfragen und so weiter, wie ordnen wir das da ein? Und in 20 oder in 50 Jahren wird man lachen. Genauso wie man eben Beethoven für militärische Zwecke benutzt. Hat, da kann der aber nichts für. Wir können nur aus diesen Sachen, und das haben wir leider nicht getan, das hat man nicht getan, wir könnten nur aus diesen Sachen lernen,
indem wir ihn nicht instrumentalisieren für unsere Bedürfnisse und unsere Diskussion. Aber das ist natürlich extrem schwer. Also das jetzt nur Musik und wissenschaftlich zu musikalisch und wissenschaftlich zu beleuchten, weil es das nicht gibt, weil auch unsere Musikwissenschaft und unsere Kunstwissenschaft in uns sind, weil man das nicht nur historisch sehen kann. Man würde dann Beethoven und die Frauen machen und warum es keine Dirigentinnen gab und so. Aber er hat ja, Gott sei Dank, hat er sich ja wohl verhalten, hat ja sehr, sehr vielen Frauen Werke gewidmet. Das finde ich das Entscheidende. Es zeigt den Zustand unserer Musik oder unserer Kulturwelt. Und wenn wir den Berliner Katalog öffnen, ich weiß nicht, ob Sie das schon getan haben, den Katalog der Staatsbibliothek, dann finden wir nämlich hinten eine, ich weiß gar nicht, wie man diese Dinge nennt, ein Comic über Beethoven, wo die Mutter, Licht da hinten, wo die Mutter von Beethoven, die sagt dann, sniff, macht die so und dann sagt die Sniff, also da war ich schon sowas von bedient. Er wird nach heute geholt, um aktualisiert zu werden. Darf ich auch mal eine Frage stellen? Wenn es denn sein muss. Ich denke gerade an das, was Evelyn Meining in der anderen Gesprächsrunde gesagt hat, über den Fußabdruck, den die Menschheit hinterlässt in Form von kulturellen Werken, beziehungsweise das, was von dem Menschsein bleibt. Und habe gerade gedacht, vor einigen tausend Jahren war es in Griechenland die Wiege der Philosophie mit Namen wie Sokrates, Platon und so weiter. Ich habe altgriechisch Abitur gemacht, um deine Frage von vorhin zu beantworten. Und das ist so eine ferne Zeit, ja? Und jetzt haben wir in den letzten wenigen Jahrhunderten haben wir hier eine Ballung von Hochkultur, musikalischer, literarischer, bildender Kunst. Und warum betrachten wir das nicht mal so, dass wir das jetzt hier feiern dürfen, dass wir Teil dieser Hochkultur sind, die hier im Moment stattfindet und vielleicht, sagt man, in 3000 Jahren, da in Deutschland da war, oder in Mitteleuropa war mal eine ganz große Zeit daran, also große Dichter und Denker und vor allen Dingen Musiker am Werk und die hießen Beethoven und Mozart und Bach und jetzt ist das aber, die Wiege liegt dann in China oder wo ganz anders. Und warum müssen wir immer irgendwie das Gefühl haben, wir sind für alle Zeiten irgendwie in diesem Kosmos, sondern wir sind jetzt und wir feiern, dass wir das jetzt hier alle miterleben dürfen. Das ist doch einfach toll. Ja, Sie haben sich dem Jubiläum ja auch nicht entzogen als Musikerin, ne? Obwohl Ihnen jemand sagt, lassen Sie den Beethoven bleiben. Sie haben ja ein ganz interessantes Projekt, nämlich Beethovens Violinkonzert. Ich habe gelernt, dass das ursprünglich für Klavier konzipiert war. Und Sie haben das quasi kompositorisch rekonstruiert und eingespielt. Ja, aber da war ja Beethoven nicht 250, sondern 234, das ist ja schon lange her. Aber jetzt wurde es nochmal richtig noch mal, jetzt ist es auch bei mir gelandet, okay. Diese Information. Hey. Und ich meine, und Sie, Herr Grimm, wir haben was ganz Raffiniertes gemacht. Sie haben einerseits mitgemacht. Sie haben einerseits mitgehört und sich gleichzeitig dem Jubiläum entzogen, indem Sie ein Projekt durchgezogen haben, das heißt Beethovens Welt. Das heißt, Sie haben einige CDs aufgenommen und da kommt so gut wie kein Beethoven vor, sondern nur Zeitgenossen Beethovens. Wollten Sie ihn damit vom Sockel holen oder was war da der Grund? Ich habe im Grunde genommen, aber das, jetzt stellen wir mal den Ton ab, nicht, dass das die ganze Welt weiß. Wir sind unter uns. Ein altes Verfahren nochmal aufgewärmt. Meine größten Erfolge im Bereich der Barockmusik waren alles Zuträge zur Bach-Vita. Und da kamen Komponisten vor, wo die Leute sagten, oh Gott, ich wusste gar nicht, dass man diese Musik auch spielen kann. Da gab es nämlich so einen Komponisten mit so einem lächerlichen Namen. Der hieß nicht nur Heini, sondern der hieß auch noch Heinichen. Ne? Also das war also ein kleiner Heini. Das war ein doppelt verkleinerter Heinrich. Und das hat...
Das war, hatte einen Riesenerfolg. Das war natürlich damals auch so, wir hingen mit dem Mauerfall zusammen. Aber plötzlich wurden die Leute aufmerksam auf die Zeitgenossen, auf Dresden. Und das dann irgendwie weltweit. Aber das war für mich ein dramaturgisches Projekt. Und ich hatte mir das vorgenommen, als ich mit der galanten Musik fertig war. Und im Grunde genommen mit Mozart und der galanten Musik habe ich gedacht, ich muss mir jetzt irgendetwas schaffen, also irgendeinen Forschungsbereich, der sozusagen exklusiv ist. Und was mache ich da am besten? Das heißt, ich wollte mich also so in langsamen Schritten an Beethoven rantasten. Und das waren die Zeitgenossen, weil keiner, so wie man vor 10 oder vor 15 Jahren wusste, keiner hatte also irgendwie irgendwas Besonderes geleistet. Und dann habe ich gedacht, komisch, Noten gibt es nicht von den Sachen, die Leute schon so als Kleinmeister beurteilen. Das muss ich mir doch jetzt mal angucken. Das gucke ich mir doch mal an. Und da ist dann dieses Projekt raus geworden. Das ist sehr, sehr gerne genommen worden bei Orchestern, die einen sagten, boah, wie schön, Clement Violinkonzert. So nach der ersten Probe kam die Geigegruppe, kam dann an und sagte, ob sie mir auch mal die Solo-Violine die Solostimme zur Verfügung stellen wollen. Also es war ein großes Interesse daran, die Eroica mit dem Stück von Eberl zu hören, wie am gleichen Abend, also wie diese beiden Sinfonien dann gleichzeitig verpackt wurden. Ja, aber wie ist da der Eindruck? Erfährt man dann praktisch, ja, so großartig war der Beethoven ja auch nicht. Das ist nicht die Verkleinerung. Die Statue bleibt da stehen. Wir tun nur ein bisschen Müll an der Seite dran, damit man da leichter raufkommt. Damit man da leichter raufkommt. Also der bleibt auf der Höhe stehen. Ah, ja. Okay. Aber sowas gibt es in der Türkei. Wie nennt man diese Mönche? Die waren auf so einem Felskegel, saßen die oben fest und kamen nie darunter und so weiter. Den Felskegel oder den Vulkankegel wollte ich mit Schutt auffüllen, dass man, wie gesagt, leichter aber ich glaube, er wollte auch so, er hat es auch gesagt, dass er der Vergötterung Beethoven da etwas entgegensetzen will. Was halten Sie von so einem Projekt, Herr Glückelholz? Ich wollte das relativieren. Das ist sehr verdienstvoll, natürlich ist das sehr verdienstvoll, weil es Beethoven in einen musikalischen Kontext stellt und ja, ihn nochmal besonders deutlich herausarbeiten kann. Also deshalb habe ich so etwas verdienstvoll. Ich darf noch mal auf den Punkt zurückkommen, die Gedenkjahre als Spiegel ihrer Zeit. Ja. 1927 in den Wirren der Weimarer Republik stand Beethoven auch zwischen den politischen Fronten. Es gab 70 Beethoven-Feste für Arbeiter, das gab es damals noch, auf der einen Seite, in der Überzeugung, Beethoven, der Tondichter der Demokratie und der Revolutionär des Herzens, wäre ganz bestimmt in die SPD eingetreten, in die von 1905. Und Rosenberg, Hitlers Chefideologe, der sprach 1927, wir leben in der Eroica des deutschen Volkes. Wahnsinn. 1970 ging das Beethovenfest natürlich nicht ohne Spuren der 68er-Bewegung über die Bühne. Beethovens Violinkonzert meint Demokratie, also Sozialismus. Ja. Und 2020 wird Beethoven eingereiht in die Warenwelt, in die Welt der Waren und Dienstleistungen. Jetzt nicht von 2020, die Annonce ist schon etwas älter. Mit dem Text... Freude, schöne Dividende, Tochter aus Bilanzium. Wir betreten freudetrunken die Jahreshauptversammlung. Ganzseitige Annonce der Firma Sixt mit Noten. Oh nein, na ja gut, die sind aber auch insgesamt sehr geschmacklos mit ihrer Werbung, oder? Nur ein Beispiel von vielen, fürchte ich. Ja, also, dass er... der Begründer der Autonomie nun weiter funktionalisiert wird. Und auf Autonomie möchte ich doch bestehen. Weil
wo gibt es diese wichtige Kategorie eines eigenständigen Denkens und Handelns? Das Ideal jedes Menschen. Ja, aber das weiß ein Werbetexter doch nicht, das interessiert mich doch nicht. Nein, die interessiert das überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie unterminieren das ja. Wo gibt es aber diese Kategorie des eigenständigen Denkens und Handelns sonst als Modell, wo etwas wirklich keinem Zweck dient, sondern nur aus sich selbst heraus existiert? Ich sehe außer der klassischen Musik da wenig andere Gebiete. Deshalb finde ich das so wichtig. Ja, da haben Sie natürlich recht. Ja. Aber Sie haben die 9. Sinfonie, die jetzt eben zum Werbetext umformuliert wurde, genannt. Ich meine, alleine dieses Phänomen, 9. Sinfonie, die über die Zeiten hinweg in unterschiedlichsten Bezügen instrumentalisiert wurde. Also sowas gibt es doch kein zweites Mal. Oder? Wenn ich da eben anfügen darf, 1944, eine Gruppe jüdischer Mädchen in Auschwitz wurde gezwungen, die Freudenode vor der Vergasung zu singen. Also ich meine, das ist Nazi-Zeit, schrecklichster Missbrauch Beethovens natürlich. Ja. Aber es geht ja dann mit der 9. Sinfonie auch nach dem Krieg weiter. Sie wird dann instrumentalisiert im Ost-West-Konflikt. Ja? Der Beethoven in der Bundesrepublik steht dann für Demokratie und Diskurs. Der Beethoven in der DDR, der steht für die Arbeiterbefreiung. Die 9. Sinfonie dann beim Fall der Mauer, damals Leonard Bernstein, wir erinnern uns. Die Europa-Hymne, sagen Sie mal, wie ist denn das möglich? Naja, sicher vom Text her, ja, wer nun derart auch missbraucht und abgenutzt ist, dass mir nur die einzige Möglichkeit von Michael Gielen noch halbwegs erträglich erscheint, der vor das Finale der 9. in den 70er Jahren schon, vor das Finale der 9. Schönbergs KZ-Kantate ein Überlebender aus Warschau setzt. Und was macht sein Freund Barenboim 1996 beim Bau des Potsdamer Platzes? Er dirigiert ein Ballett von 19 Baukränen zur 9. Stimmt. Zum Finale der 9. Ja, genau. Ja, mit Bauhelm auf dem Kopf. Ja, also es geht weiter mit dem Missbrauch. Ne? Und der Instrumentalisierung als Missbrauch, so würde ich das schon bezeichnen. Wenn man auf der anderen Seite sieht, was in dem Beethoven eigentlich drinsteckt. Ja, wir sind ja jetzt hier auf einem Mozartfest und ich gehe ja sicher recht, wenn ich sage, Mozart, Beethoven, die beiden sind es, die massenkompatibel vermarktet werden können, Frau Schirmer. Also ich sehe da keinen Wagner und ich sehe da auch keinen Bach und bei der Biografie gibt ja relativ viel her. Ne? Ja, natürlich. Und das sind natürlich auch Namen, die schon mal für was stehen. Das hatten wir ja am Anfang dieser Diskussion. Da muss man also selbst denjenigen, die nicht viel mit klassischer Musik zu tun haben, muss man nicht erklären oder in den allermeisten Fällen nicht erklären, dass das klassische Komponisten sind. Das ist schon allgemein bekannt. Aber Ich denke halt auch jetzt, während wir hier so sprechen, darüber nach, es ist ja an uns auch entsprechend zu reagieren. Also wenn so ein Komponist instrumentalisiert wird, wenn man so eine Werbung dann sieht oder eben so einen Missbrauch von Musik für bestimmte Zwecke, rege ich mich darüber auf oder setze ich dem etwas entgegen? Ja, also ich will jetzt auch kein, genauso wie meine Beschäftigung mit Luther sehr individuell war, möchte ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich in Zukunft eine Beethoven-Sonate aufs Programm setze, weil er eben für bestimmte Zwecke instrumentalisiert wurde, für die ich nicht stehe, sondern da versuche ich eben immer wieder meine persönliche Sicht auf Beethoven unabhängig davon zu machen. Und vielleicht sind Jubiläen, in denen wir aufmerksam über so etwas diskutieren, wie jetzt hier in dieser Runde, ja die Chance, genau das zu tun. Ja? Also nicht nur zu sagen, oh, das ist jetzt ein Zeichen unserer Zeit, dass das jetzt alles irgendwie vermarktet wird. Ja, ist wohl so, aber weil wir das Beethoven-Jubiläum haben und weil wir sogar beim Mozartfest in Würzburg über Beethoven diskutieren,
sogar schauen wir uns das an. Ja, ja, aber ich will vielleicht auch noch mal auf die Chancen solcher Jubiläumsjahre kommen. Wenn ich mal zurückgehe aufs Jahr 2006, da hatten wir ein Mozart-Jahr. Und bei Mozart ist es ja so, dass man sollte gegen die Klischees angehen, die mit Mozart verbunden sind. Die sind ja schon sehr früh erfunden worden, die wirken sich bis heute aus. Der arme Mozart zum Beispiel. Ja. Und damals sind sehr viele Fachleute auch aufgetreten, in Hörfunksendungen überall, und haben einfach mal versucht, das Mozart-Bild zurechtzurücken. Das ist doch dann, ist vielleicht sogar zum Teil gelungen, kann ich mir vorstellen. Man ist nicht mehr, man hat nicht mehr diesen Porzellan-Mozart, sondern man blickt heute realistischer auf ihn. Was einfach durch die Verbreitung von interessanten Büchern und Vorträgen und Diskussionen wahrscheinlich gelungen ist. Es hat nur bei Beethoven hat es das Problem, dass wir keine international respektierte Forschungsstelle haben, so wie das Bach-Archiv in Leipzig oder das, die Stiftung Mozarteum. Also das ist doch über die ganze Welt ein bisschen verstreut. Hier einer, da einer. Und das Biografische, schauen Sie, wer wäre dafür zuständig? Christoph Wolff hat am Ende, ich hoffe nicht, dass es wirklich das Ende war, aber hat in diesem Jahr oder vor 5 Jahren seine finale Bach-Biografie rausgebracht, also in der die Erträge der Forschung der letzten 50 Jahre sozusagen zusammengestellt sind. Und jetzt bei Beethoven war es wieder so, dass es viele Einzelbiografien gab, die aber auch, finde ich jetzt auch kein Problem, also unter irgendwie durch die heutige Brille schon gesehen waren. Denn wir können nicht nur eine rein historische Brille haben, die ist immer beschlagen. Also wir schauen mit unseren gekauften Brillen, Modellen und Gläsern auf diesen Beethoven. Aber es gibt nicht diese unbestrittene Instanz in Sachen Beethoven. Oder irre ich mich da? Wüsstest du jemanden, also der wie Christoph Wolff oder wie das Mozarteum, also oder wie Dr. Konrad für das Mozartbild zuständig ist? Also mir fallen schon einige Namen ein. Einige. Aber das ist doch bei Bach und Mozart auch so. Das sind ja auch nicht nur die. Naja, bei Bach ist das schon ziemlich exklusiv. Findest du? Wird an Mozart mehr gearbeitet als an Beethoven, was so eine realistische... Das kann ich nicht überblicken. Es wird konzentrierter gearbeitet, an einer Stelle. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist auch zunächst nicht so entscheidend. Also für das große Ganze, meine ich. Ne? Natürlich für die Musiker ist es ganz entscheidend, für den Fortschritt der Wissenschaft. Aber ehe das mal in die Gesellschaft hineingetragen wird, vergeht viel Zeit. Ne? Mozart hatte einen ganz entscheidenden Nachteil gegenüber Beethoven: er war nicht taub. Bach auch, hatte den Nachteil auch, der war nur blind am Ende. Ja, aber da sind wir ja wieder bei den Geschichten, das, was wir gestern hatten. Ich denke die ganze Zeit über das Jubiläum an sich nach. Ja. Also ich bin jetzt gar nicht so sehr bei Beethoven und Mozart, deswegen war ich jetzt auch nicht so ganz bei der Sache auf deine Frage zu antworten, sondern ich mache mir gerade Gedanken über die Funktion eines Jubiläums und kann dazu ein paar Aspekte hoffentlich beitragen. Also ich erinnere mich, wir hatten 2012 eine sehr, sehr schöne Produktion über das Leben von Maurice Ravel, und das war also super poetisch, eins der künstlerisch interessantesten Projekte, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, und habe viele Journalisten zur Premiere eingeladen. Und die Frage, die nicht nur einmal kam: hat denn Ravel in diesem Jahr ein Jubiläum? Mhm, ja. Und ich sagte, nee, also später habe ich rausgekriegt, wir hätten da ein 75-jähriges, also es war wie gesagt 2012, hätten wir konstruieren können, aber das war ja gar nicht unser Anliegen und war auch gar nicht der Anlass, diese Produktion zu machen, sondern die war eine rein inhaltliche. Und dann hieß es oft, ja, ne, dann können wir darüber nicht so groß berichten. Also wenn das jetzt ein Jubiläum wäre, dann hätten wir da ja einen Anlass, darüber zu berichten. Und das hat mich sehr geärgert,
weil ich mir gedacht habe, okay, ein Jubiläum ist vielleicht eine schöne Hülle für Berichterstattung, ja, aber es ist ja nicht ein Ausschlusskriterium für jemanden, der kein Jubiläum hat, dass da nicht irgendwie ein Fokus drauf sein kann. Das ist die eine Sicht. Und die andere Seite der Medaille, die ich letztes Jahr, von der ich profitiert habe, ist, dass natürlich nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit wahrgenommene Künstlerpersönlichkeiten anhand eines großen Jubiläums in den Fokus gerückt werden können. Mein persönliches Beethoven-Jubiläum war nämlich jetzt letztes Jahr, weil Clara Schumann, die letztes Jahr 200. Geburtstag hatte, in Wien zur Kammervirtuosin gekrönt wurde, und damit das irgendeinen Wien-Bezug hatte, wurde sie das aufgrund ihrer Beethoven-Interpretation. Mhm. Daraufhin hat sie ihr ganzes Leben lang sich mit Beethoven befasst. Beethoven kam in fast allen ihrer Konzerte vor, war auch eine berühmte Beethoven-Interpretin, ist dafür auch von allen Kritikern ihrer Zeit gerühmt worden und hat nämlich zum Beispiel 1870 dann zum 100. Geburtstag von Beethoven große Beethoven-Zyklen aufgeführt. Also auch da war schon das Thema Jubiläum, aber das war auch ihre ganz persönliche große Dankbarkeit diesem Komponisten gegenüber. Ja? Also das waren jetzt so meine Gedanken zum abstrakten Jubiläum an sich. Aber das, was ich eingangs sagte mit dem Ravel, das hat mich schon sehr geärgert. Also so nach dem Motto, nee, dann können wir darüber nicht so groß berichten, wenn der kein Jubiläum hat. Ja gut, aber umgekehrt wird natürlich auch ein Schuh draus. Wenn es ein Clara Schumann dann Jubiläum hat, deswegen sage ich das von beiden Seiten. Dann geht es natürlich, also Komponisten, die nicht Beethoven oder Mozart heißen, die haben vielleicht mit einem ganz interessanten Jubiläum zu rechnen, oder? Mal abgesehen von Komponisten, von Schriftstellern, Malern, Künstlern etc. Ebenfalls ausgehend. So ein Jubiläum kann natürlich die Aufgabe eines Scheinwerfers erfüllen, der Dinge beleuchtet, die sonst im Dunkeln liegt. Wir leben in einem Ozean von Kulturerzeugnissen, die wir nicht alle ständig um uns haben können. Und so ein Jubiläum kann eben uns erinnern, so dass wir ganz praktisch sagen, müsste ich doch nochmal hören, müsste ich mal lesen, müsste ich mir nochmal anschauen. Das ist bei Beethoven natürlich alles völlig überflüssig. Beethoven, das ist wirklich der Mount Everest in der Rezeption. Also soll natürlich nicht heißen, dass er ein größerer Komponist als Mozart oder Bach ist. Ne? Aber er wird jetzt natürlich als der Größte bezeichnet. Ne? Aber jeder Jubilar ist im Bachjahr 85 oder? War Bach der Größte, klar. Jetzt ist es neben Händel und Scala. Völlig, 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 ja, so wie David Garrett, der schnellste Geiger. Also zu, David Garrett ist der schnellste Geiger der Welt. Ja? Alles völlig kunstfremde Vorstellungen, natürlich. Ne? Also Beethoven hat eben diese Scheinwerferfunktion überhaupt nicht nötig. Wem gibt es in der Literatur? Goethe, doch schon längst vergessen. Ja? Der so einer Gipfelhöhe in der Rezeption, wie gesagt, gleich käme. In der Malerei Rembrandt. Naja, nochmal zurück. Wir brauchen ihn nicht, weil wir darum wissen, aber vielleicht braucht es das kollektive Bewusstsein anderer Schichten, anderer Menschen in Deutschland. Wobei mir gleichzeitig auch noch die Frage aufstößt, da sind Sie ja dann der Fachmann für, welche Rolle spielte Beethoven in dem Kampf um Kleindeutschland und Großdeutschland? Warum, beziehungsweise dieses ganz gewisse Unbehagen, was wir ja bei Beethoven irgendwie haben, ist, dass er ja, er war zwar Deutscher, aber nach heutigen Gesichtspunkten oder auch den Gesichtspunkten von 1806 wäre er doch, was ist er, ist er ein Deutscher in Österreich? Gab es diesen Begriff, Vorsicht, wir haben gute Zuhörer, wir müssen Sie nachher auch fragen, Sie müssen einen Beitrag dazu leisten. Aber das Interessante ist, dass die Wiener bitte ihn nicht so grandios feiern, wie man das eigentlich sich vorstellen könnte. Aber die haben natürlich auch das ganze Jahr über Beethoven. Ja, und die haben sich natürlich bei Mozart enorm engagiert. Ja, die sind nur etwas erschöpft vielleicht. Ja, vielleicht. Aber das war nun auch ein Deutscher. Ja. Also im Ersten Weltkrieg, für die Franzosen war Beethoven eben kein Deutscher. Beethoven war
also wo deutsche Musik boykottiert wurde in Frankreich. Ja, ja, ne? Aber Beethoven nicht. War Beethoven kein Deutscher, Beethoven war ein Belgier, selbstverständlich. Also Franzose. Und auch nach, dem Krieg. Deshalb wurde auch gespielt, deshalb konnte auch der Boykott unterlaufen werden. Ja. Weil er ist ja in Wirklichkeit kein Deutscher. Oh, das stimmt aber überhaupt nicht, sagt dann einer der Beethoven, Bonner Beethoven-Forscher, der Schiedermeier, nach dem, oder in den 20er Jahren. Nein, also die zufällige Geburt beweist gar nichts. Er sagt, er ist eben, der Rhein ist ein deutscher Strom. Nein, der Rhein ist auch kein deutscher, sondern ein europäischer Strom. Ne? Also so ging das zwischen Frankreich und Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg hin und her. Und die Deutschen haben überhaupt kein Recht, die Frankreich so verwüstet haben, haben überhaupt kein Recht auf die 9. Sinfonie. Die gehört uns. Und die 3. Sinfonie, die konnte er sowieso nur schreiben wegen der Französischen Revolution. Also der Held der Eroica ist eigentlich das französische Volk. Also der Nationalismus bestand nicht nur auf deutscher, sondern auch auf französischer Seite mit einer riesigen Beethoven-Gemeinde dort. Ja, in 7 Jahren gibt es ja schon das nächste Beethoven-Jubiläum. Oh ja, hoffentlich. Ja, das will, ja gut. Also auf dem Kalender gibt es das ja, aber vielleicht können wir das dann auch abfackeln. Ne? Aber das haben Sie schon im Blick, ne? 2027. Naja, das ist natürlich jetzt eine scherzhafte Idee. Also wenn man so tief fällt, wie ich in diesem Jahr in Würzburg, also sowas ist mir ja noch nie passiert. Sie also, sollten Artist Etoile sein. Bist du schon mal Etoile gewesen? Ja, und, wenn, und dann liest du da plötzlich da wie so eine zertrümmerte Beethoven-Statue. Naja, aber sie sehen noch ganz gut aus und sie leben noch und haben jetzt hier auch was zu tun. Ja, aber das ist ja in der Tat so, das musste man ja 85, musste man das ja 1985 auch bedenken. Da war gut, da waren dann bis zum nächsten Bach-Jubiläum waren dann noch 15 Jahre dazwischen. Ne? Also, aber dann 2000 ging das ja dann schon wieder los. Ne? Aber also, Sie haben schon eine Idee, ne, für 27, richtig? Habe ich das? Oh, ich habe irgendwas Leuten hören. Nein! Musik, kann das sein? Nichts Besonderes, nein. Nur, ich muss ja diesen Plunder, den ich jetzt gearbeitet habe, den muss ich ja irgendwie mal wieder an den Mann bringen. Na, man könnte diese, na, ich habe, das stimmt schon. Also die Beethovens Welt, Geschichte ist also international so erfolgreich gewesen. Oder ist es stets mehr oder noch und noch mehr. Und ich hatte zwei, aber das gehört ja jetzt gar nicht hierhin. Ich habe zwei wichtige Themen nach meinem Dafürhalten vergessen, nämlich einerseits seine adeligen Gönner waren selbst Komponisten. Ah, ja. Also und der Vater von Lobkowitz, von seinem Förderer, hat Geigenunterricht bei Franz Bender gehabt und hat mit Philipp Emanuel Bach brieflich eine Sinfonie geschrieben, jeder einen Takt. Und leider ist dieses Stück verloren. Ne? Also alles aus Philipp Emanuel Bachs Erbe ist da, aber diese Sonate ist verloren oder diese Sinfonie ist verloren. Und dann haben wir den Baron van Swieten, diesen wunderbaren Menschen, also der auch der Philipp Emanuel Bach gefördert und gefordert hat und Beethoven gleichzeitig und Beethoven widmet ihm diese Sache, also die adeligen Komponisten um ihn herum und die Chormusik, also Heil dir Germania. Und da habe ich nun gar keine Angst vor, also solche Texte zu machen. Ja, weil ich sie nur aus der Geschichte begreife, es ist nicht meine Realität. Aber wenn man die Kriegssituation betrifft, bespricht, Dr. Konrad hat uns darauf hingewiesen, dass 25 Jahre um Beethoven herum die Kriege tobten, also von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress, dann gehört dieses Gemeinschaftsgefühl, was ja eben auch bei Freude schöner Götterfunken oder bei Gott erhalte Franz den Kaiser, dieses Odenhafte, das gehört ja dazu, das verbindet ja dann auch. Und dann sollte man vor so einer Chormusik, die da irgendwas, wie heißt es bei dem Telemann-Oratorium, der Hannover siegt, der Franzmann liegt. Also das war zu der Schlacht von Minden geschrieben und so weiter. Habe ich heute keine Ahnung. Eben noch ein Alternativvorschlag für Herrn Göbel, nach Beethovens Welt vielleicht Beethovens Unterwelt.
Das ist jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Das ist das Rheinische an Herrn Löbel. Genau. Löbel, sind wir durch? Ja, wir sind durch, genau. Wir haben jetzt nur 60 Minuten. Genau. Oh mein Gott, ich hätte gedacht 10 Minuten, weil ich dachte, wann fangen wir endlich an, zur Sache zu kommen? ist das wahr? Na, aber du hast, pass auf, du hast auch irgendwo ganz... ganz recht. Ich finde, dass wir den auch begehen sollten und dass wir stolz darauf sein könnten. Also ich finde, wir müssen nicht immer alles an uns selbst kaputt machen irgendwie. Selbst wenn es zwischendurch Missbrauch gegeben hat und so weiter. Aber also Musik als die deutscheste der Künste. Aber ich erzähle Ihnen was. Ich erzähle Ihnen was von Musikjubiläen, was ich nämlich auch interessant finde. Auch mit Dr. Klüppelholz, mit Belgien und so weiter, die unterlaufen das. Wir haben uns dann irgendwie in 89 bemüht, in 2014 haben wir uns bemüht, irgendwie so ein Philipp Emanuel Bach-Gedenken aus dem Boden zu stampfen. Hat niemanden interessiert. Aber unsere Nachbarn da, die besagten, anstatt das mitzumachen, haben sie gesagt, nee, das interessiert uns überhaupt gar nicht. So viel zur europäischen Freundschaft. Das ist Musik, die Deutschen oder die wir hier in Frankreich gar nicht verstehen. Also wir machen dann 323 Jahre oder 327 Jahre Jean-Philippe Rameau. Also das war dann hier schon halbherzig gefeiert, weil die Leute sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass der Kinder hatte. Also Philipp Emanuel Bach. Und jenseits der Grenze haben sie gesagt, das interessiert uns überhaupt nicht. Geht uns total am Arsch vorbei. Es ist schwierig mit den Jubiläen, sowohl mit den großen als auch mit den kleinen. Ja, aber da war ich sauer. Kann ich verstehen. Also, herzlichen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend Ihnen allen. Wissen wir denn jetzt, ob wir die Jubiläen brauchen? Die Meinungen waren geteilt.